Herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Battlefront. Captain, sie ist erstklassig. Enttäuschung, Infiltration. Exfiltration. Spezialeinheit. Aiden Versio. Inferno-Trupp. Commander Versio. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere. Es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden, also... Mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. VZ 626. VZ 626. Was haben wir hier? Einen taktischen Droiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Dich zu hacken wird nicht einfach. Ich rate eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Droiden nicht. Ich rate Ihnen dazu, den Code zu beschaffen. Daran arbeitet der Captain im Zellentrakt. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Droiden, wenn wir seinen Speicherkern aus ihm rausholen. Laut Analyse wurde dieser ID-10 mit einem Elektrostupser modifiziert. Der nichts tut, solange der Droide deaktiviert ist. Bis er den Zugangscode hört, unternimmt der ID-10 gar nichts. Nun, lass mich einfach in Ruhe arbeiten. Verstanden. Ich werde schweigen, bis Sie diese taktische ID-10-Einheit... So, und damit erstmal herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. Droide, führe den Plan durch. Hol die Schiffspläne aus ihren Computern und komm dann zu mir. Okay, wir müssen die Schiffspläne aus den Computern raussaugen. Alles klar. Gut, aber erstmal... Oh. Okay. Ist das C3? Nee. Okay, hier können wir gucken, was passiert. Was Sache ist. Wahrscheinlich hier auch eine Kamera. Das ist verboten. Okay, da sehen wir die. Den Hauptcharakter wahrscheinlich. Erstmal gucken, was hier alles so noch machbar ist. Okay, ein Sammelobjekt gefunden. Sehr gut. Ja, wie gesagt, Star Wars Battlefront 2 ist ja schon etwas länger jetzt draußen. Aber ja, man kann es ja trotzdem mal let's playen. So, jetzt sind wir bei das Lüftungssystem zu ihr kommen. Ich denke, das ist hier oben. Das ist extrem geil, dass wir hier mit so einem Druiden rumfliegen und so. Ja, der kurze Einspieler von Beginn, soll ein kleiner Joke sein. Star Wars Battlefront 2, das alte, man kennt es ja, die älteren vielleicht. Oh, da sind sie. Wirklich? Weißt du, wer in unserem Zellenblock sitzt? Mhm. Jemand Wichtiges vom Imperium. Spezialeinheit. Ganz genau. Oh, fuck. Bin ich gerade dagegen gesprungen, oder? Okay, da kommen Elektroschocks raus.
Wahrscheinlich einfach nur beeilen. Und dann hier wieder runter. Okay. Auf 3 können wir auf jeden Fall schocken. Lass mal hier langsam gucken. Oh, ganz knapp hier. Okay, da sind welche. Wie kann ich denn weiter runter? Achso. Hier komme ich ja jetzt nicht rein. Muss ich halt. Du hast keine Sicherheitsfreigabe. Du musst die Türen zum Öffnen hacken. Okay, ich warte nur, bis er weg ist. Okay, der schießt auf uns, wenn er uns erwischt. Aber momentan ist ja noch keiner hier. Da müssen wir irgendwo interagieren. Okay, ich kann... Scheiße. Schnell rein. Boah, ganz knapp. Kommen wir da jetzt rein? Ja, okay. Boah, shit. Ich hab den gerade irgendwie geschockt. Ich weiß nicht, ob der jetzt tot ist. Ist aber, glaube ich, alles soweit richtig, was wir jetzt hier machen. Na komm. Super. Das gibt's gut, wahrscheinlich. Mal gucken, wo wir jetzt hier hinkommen. Ach, draußen, außerhalb des Schiffes. Okay. So, eh zum Scannen. Was soll ich denn hier unten? Ein bisschen lang. Schock ist bereit. Abriegelung. Du musst sie an einem der Terminals deaktivieren. Kann ich denn nicht schocken? Ja, doch. So, der ist schon mal weg. Ich hoffe, der bleibt doch tot. Jetzt muss ich natürlich langsam weiter. Da hinten muss ich hacken. Okay, mal gucken. Ja, wer schießt denn da? Ach, die haben mich gesehen. Ach, fuck. Als ob, das wusste ich gar nicht. Ja, scheiße. Hätte ich den gar nicht töten dürfen, oder was? Mal gucken, wo ich jetzt hier wieder anfangen muss. Ist okay, hier darf ich anfangen. Ich darf den also nicht angreifen. Abriegelung. Du musst sie an einem der Terminals deaktivieren. Melde dich, wenn du fertig bist. Oh Gott. Okay, mal sehen, was das wird. Muss ich gucken, wie ich da hinten hinfliegen kann. Am besten warte ich nur mal kurz, das. So, jetzt nochmal hacken. Scannen wir nicht. Was macht er da jetzt? Muss ich überhaupt jetzt hin? Reaktiviere die Abriegelung und komm dann zu mir. Ach, da unten. Fuck. Hier unten muss ich. Okay, er macht schon von selber. Wenn du fertig bist, komm zu mir. Es ist Zeit. Imperialer Druide! Ah, Mann, scheiße. Denke ich von der anderen Seite, glaube ich, besser auch. Das ist, glaube ich, besser. Boah, fuck, ist das schwierig. Hier unten muss ich auf Leben verlangen, das war schon mal ganz gut. Abriegelung, du musst sie an einem der Terminals deaktivieren.
Melde dich, wenn du fertig bist. Okay, er geht da jetzt. Da oben sieht mich ja nicht und er geht ja jetzt da lang. Und da muss ich gucken, ob ich von der anderen Seite dran komme. Kurz warten, bis er weg ist. So, jetzt. Kurz hacken. Da läuft er. Zeit, dass der da mal weggeht, dass ich mal hier hoch kann. Ich hoffe, jetzt kommt keiner von hinten. So müsste es gehen. Jawohl. Und jetzt kann ich da oben rein, da bin ich erstmal ein bisschen sicherer. Super. Hier drin. Ich scanne mal gerade. Kann hier nur hinten sind welche. Gutes Timing. Gehen wir. Agent Husk, hören Sie mich? Laut und deutlich, Commander Versio. Genau zur richtigen Zeit. Bin unterwegs zur Kommunikationszentrale. Verstanden. Sobald die gestohlene imperiale Nachricht zerstört ist, fordere ich die Exfiltration an. So, Freunde, hier geht's weiter. Aber hier machen wir erstmal einen kleinen Cut. Hey, und sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Star Wars Battlefront 2. Bis dahin. Dann überlegen wir uns, was wir mit dir machen.